Willkommen bei ErzTV, das Magazin, der Sendung auf diesem Programmplatz, in der wir uns etwas mehr Zeit für die einzelnen Erzgebirgsthemen nehmen. Jeder weiß, das Erzgebirge ist untrennbar mit dem Bergbau verbunden. Im Bergbaumuseum Oelsnitz im Erzgebirge hat nun eine weltweit bedeutende Grubenlampensammlung eine neue Heimstatt bekommen. Sie dokumentiert die Geschichte der Zwickauer Firma Friemann und Wolf. Von der Erfindung der Benzinsicherheitslampe 1881 bis zu ihrem Übergang in einen volkseigenen Betrieb. Wir haben uns bei der Übergabe der Sammlung umgehört und umgeschaut. Dieser Beitrag wird präsentiert von der Erzgebirgssparkasse, Förderer der Kultur im Erzgebirge. Das Bergbaumuseum in Oelsnitz ist ein Leuchtturm bei der Pflege des bergmännischen Brauchtums im Erzgebirge. Jetzt konnte für das Haus und die Region eine weltweit bedeutende Grubenlampensammlung gesichert werden. Am 27. Februar bekam der Leiter des Bergbaumuseums Oelsnitz Erzgebirge, Jan Färber, das historische Geleucht von der Firma Friemann und Wolf aus Zwickau als dauerhafte Leihgabe in Obhut. Übergeben wurde der Schatz durch den Vorstandsvorsitzenden der Erzgebirgssparkasse Roland Manns und dem Vorsitzenden der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers Heino Neuber. Mehr als 300 Objekte zeichnen die Entwicklung des einst weltgrößten und international renommierten Grubenlampenherstellers von der Erfindung der ersten brauchbaren Sicherheitslampe 1882 bis zur Enteignung 1945 nach. Zu ihnen zählen teils einmalige Stücke. Die im Oelsnitzer Bergbaumuseum aufgestellte Sammlung beinhaltet spezielle Erkundungs-, Mess- und Gasspürlampen sowie akustische Geräte, die zum Teil nur noch in dem hier vorhandenen Exemplar überliefert sind. Das Spektrum erstreckt sich vom Geleucht für den Bergbau, das mit Ausführungen für die verschiedensten Zweige der Rohstoffgewinnung den Schwerpunkt bildet, über Lampen für Behörden und Industrie bis hin zur Beleuchtung für den zivilen Sektor. Der Vorstandsvorsitzende der Erzgebirgssparkasse Roland Manns betonte: Ich bin sehr froh, dass die Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Erzgebirgssparkasse einen sehr maßgeblichen Beitrag liefern konnte, die historische und bedeutsame Geleuchtsammlung der Zwickauer Firma Friemann und Wolf zu bewahren und hier im Bergbaumuseum Oelsnitz einen würdigen und dauerhaften Platz zu geben. Damit kann eine große Lücke im Sammlungsbestand des Museums geschlossen werden. Und ich bin stolz, dass damit den Bürgern und Gästen unseres Erzgebirges einmal mehr verdeutlicht werden kann, welche Innovationskraft die heimischen Firmen hatten und haben und damit unsere Region weltweit bekannt machen. Der Knappschaftsvorsitzende Heino Neuber stellte heraus: Bei der Sammlung lag die einmalige Chance vor, das weltweit umkämpfte Spezialgebiet als Glanzpunkt unseres Museums und nicht zu unterschätzenden Identitätsfaktor der gesamten Region, ja Sachsens, beständig zu sichern und der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dieses Vorhaben stellt nicht nur das umfangreichste und anspruchsvollste in der Vereinsgeschichte, sondern unser Bekenntnis als Freunde und Förderer des Bergbaumuseums dar. Der Steinkohlenbergbau leistete für die Entwicklung Sachsens zur Werkstatt Deutschlands wesentlichen Anschub. Die helle Flamme der Industrialisierung nährte man mit dem Ertrag der schwarzen Diamanten, die der Dampfkraft als Motor von Fabriken und Eisenbahnen zu Antrieb verhalf. Die helle Flamme aber, die dem Bergmann das unerlässliche Licht für die harte Arbeit spendierte, konnte ihm auch zur tödlichen Gefahr werden. Die aus der Kohle entweichenden explosiblen Gase rückten das offene Geleucht wiederholt in den Brennpunkt. Die seit 1815 eingesetzten Ölsicherheitslampen waren keine wirkliche Lösung. Immer wieder erschütterten Schlagwetterexplosionen mit hunderten Toten die Reviere und trugen unermessliches Leid in die Familien. Zu den schrecklichsten dieser Grubenkatastrophen zählte jene am 1. Dezember 1879 auf dem Brückenbergschacht 2 in Zwickau, die das Leben von 89 Bergleuten auslöschte. Bei dem Zwickauer Mechaniker Karl Wolf aber, dem sie an seiner Wirkungsstätte unmittelbar vor Augen standen, schlug sie den entscheidenden Funken zur Konstruktion einer gefahrlosen und wirklich brauchbaren Grubenlampe. Denn darum war es bestellt. Die bergamtliche Verordnung zum Einsatz von Sicherheitslampen hatte man schnell bei der Hand. Die bekannten Bauarten mit Ölbetrieb gewährten aber weder ausreichende Lichtqualität noch durchgreifende Sicherheit.
Wie mussten die schließlich 1883 ausgereifte Benzinsicherheitslampe aufgenommen werden? Wesentlich heller Brand, sicherer Verschluss durch Magnet, innere Zündvorrichtung und Bestimmung der Grubengaskonzentration über die Aureole, den bläulichen Schein oder Flamme. Wie anders musste sie aufgenommen werden als eine Weltsensation? Wolf war es gelungen, durch die Vereinigung von Lichtspender und Warnaggregat dem Bergmann ein lebensnotwendiges Arbeitsgerät in die Hand zu geben. In wenigen Jahren setzte der Siegeszug des Geleuchts ein. Der vorangetriebene Ankauf dieser außergewöhnlichen Sammlung zum einst international führenden Grubenlampenhersteller setzt nicht zuletzt den hohen Anspruch an das eigene Wirken der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlereviers in ein klares Licht. Außerdem kann durch das gemeinsame Wirken der Region ein strahlender Mosaikstein ihrer glanzvollen Geschichte im Spiegelbild ihres Selbstverständnisses bewahrt werden. Vor dem Hintergrund der umfassenden Sanierung und Neugestaltung des Museums des sächsischen Steinkohlebergbaus freut sich Museumsleiter Jan Färber, eine Thematik von Weltrang zu besetzen. Wir können ein Kleinod präsentieren, das die Bedeutung der hiesigen Steinkohlenindustrie für die Entwicklung des Bergbaus international eindrucksvoll belegt. Die Überlassung ist nicht nur Anerkennung unserer Arbeit, sondern unterstreicht den Stellenwert unseres Hauses innerhalb der sächsischen Museumslandschaft und untermauert den Anspruch im gesamtdeutschen Kontext. Gerade im Hinblick auf die Sächsische Landesausstellung 2020, in deren Rahmen wir ein Schauplatz sind, ist das eine wesentliche Bereicherung. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Erzgebirgssparkasse, Förderer der Kultur im Erzgebirge. Nachzutragen ist, die Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlereviers hatte die Entscheidung zu treffen, die kostbare Sammlung unter allen Umständen nach Oelsnitz zu bringen oder diese zu verlieren. Daher besteht derzeit noch ein Fehlbetrag von 14.000 Euro. Man ist guter Hoffnung, diesen Fehlbetrag durch breite Unterstützung auffüllen zu können. Das Kennwort lautet Glück auf Zuwendung. Originalton der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlereviers. Allen, die einen Funken geben können, gilt bereits jetzt unser Dank. Auch der Schachsport in unserer Region benötigt Förderer und Sponsoren. Zum einen, um erfolgreich in oberen Ligen mitspielen zu können. Zum anderen, um junge Leute für den Denksport zu begeistern. Nach der Werbung mehr dazu. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Klick auf, ihr lieben Leute. Hier ist der Hauer von der Hauer Stahl GmbH und Co. KG. Zu viel Zeit muss sein. Jetzt muss ich mal den Hack auftragen hier.
Beigeschrei hi, Beigeschrei ha. Wenn du keine Beigelein findest, du kannst auch kein Erz abbauen. Zu einfach ist es. Mensch, ich war auf Arbeitsantrieb in alle Beige. Bei meiner Nachbarin, bei der Gislinde, ihr Gung war ich. Da wollte auch nicht. Aber dann habe ich auf Ernst TV eine Annonce geschalten. In Bayerfalltrieb. Und auf Emo läuft's. Jetzt rollt's wie verrückt. Ich kann bald meinen zweiten Schacht aufmachen. So viel Leid habe ich jetzt zusammengekriegt. Also, geht auf Ernst TV. Dort Werbung machen. Das verlohnt sich. Euer Hauer von der Hauer Stahl GmbH und Co. KG. Mit ERZ-TV erreichen Sie immer die Wichtigen. ERZ-TV. Heimat, Wissen, aktuell. Fußball, zweite Bundesliga. Handball, zweite Bundesliga. Doch während die Auer Ballsportler derzeit im Abstiegskampf stecken, haben die Schachspieler des ESV Nickelhütte den Meistertitel in der zweiten Bundesliga geschafft. Das würde aus sportlicher Sicht den Aufstieg in die erste Bundesliga ermöglichen. Scheitern wird das wahrscheinlich ein weiteres Mal am Geld. Damit der Schachsport etwas mehr Aufmerksamkeit erfährt, waren wir bei einem Nachwuchsturnier in Schneeberg, veranstaltet vom Förderverein Schach Erzgebirge und Vogtland, dabei. Der Andrang ist groß am Morgen des 3. März in der goldenen Sonne Schneeberg. Eigentlich sollten gleich die Schneeberger Jugend Open im Schach beginnen. Doch Veranstalter Rainer Hillebrand hat noch Startgeld zu kassieren und Quittungen zu schreiben, sodass sich der Beginn leicht verzögert. Also wir machen das 9. Mal, das heißt das 9. Schneeberger Schach Open, Jugend Open heißt es offiziell richtig. Das machen wir auch ganz gerne hier in den Räumen der goldenen Sonne. Absolute Sahne, gute Betreuung, alles drum und dran. Außer, dass wir hier etwas Miete bezahlen müssen. Ansonsten sind viele Eltern da. Also offiziell sind es 63 Teilnehmer jetzt unten gewesen. 63 Teilnehmer, viele, viele Eltern. Es sind viele neue Spieler da, zum Beispiel auch eine indische Familie, und sprechen auch alle gut Deutsch. Das ist vielleicht wichtig, was wir nicht immer haben. Veranstaltet wird das jährliche Nachwuchsturnier vom Förderverein Schach, Erzgebirge Vogtland. Rainer Hillebrand, der auch Präsident des erzgebirgischen Schachvereins Nickelhütte Auer ist, wird bei der Organisation und Durchführung von durchaus namhaften Auer-Denksportlern und Mitgliedern anderer Schachvereine aus der Region unterstützt. Nach der Begrüßung wurden die Bretter an den über 30 Tischen für die ersten Partien besetzt. Angefangen mit der U8 am Fenster bis zu den großen Mädchen auf der anderen Seite des Raumes. Und dann ging es los mit den ersten Zügen. Bald darauf konnte sich Paul Bock von der SGCX Schwarzenberg-Raschau als erstes Kind über einen Sieg freuen. Er brauchte keine 2 Minuten Spielzeit, um seinen Gegner matt zu setzen. Am Ende wurde der 9-Jährige aus Raschau und Schneeberg, der im Dezember in Annaberg-Buchholz Kreismeister wurde, in der U10 Vierter. Nach und nach gingen dann auch die anderen Partien in der ersten Runde zu Ende. Es gab lachende Gesichter, aber manchmal auch Tränen. Der uneingeweihte Betrachter konnte ins Staunen kommen, wie sehr das Schachspiel die Kinder und Jugendlichen begeistert, haben sie erstmal zu dieser Sportart gefunden. Also für uns ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, Kinder von der Straße wegzuholen. Nicht einfach bis davon reden, sondern wir machen das auch. Also ich mach persönlich zurzeit 6 Schulenbetreuung, unter anderem das Gymnasium. Das ist eine gute Sache. Und viele, viele Kinder steigern ihre Leistung, also erreichen bessere Leistungen in der Schule als vielleicht normale Schüler. Dass nicht alle gleich gut sind, das ist ganz klar. Also bei uns sind auch viele Ausländer integriert, was eigentlich wichtig ist. Aber manche finden sich nicht zurecht, das gibt es auch. Aber wir sind daran interessiert und das machen wir gerne. Also wie gesagt, Kinder von der Straße, das Beste, was wir da schaffen können. Wer einmal mit dem aktiven Schachspiel angefangen hat, wird davon nicht lassen. Doch anders als im Fußball haben es die Schachvereine schwer, Förderer zu finden. Das macht auch eine Entscheidung deutlich, die jetzt beim erzgebirgischen Schachverein Nickelhütte Aue zu treffen ist. Wir haben die Serie jetzt abgeschlossen, haben mit 17-1 Punkten in der zweiten Bundesliga einen ganz klaren ersten Platz gemacht.
aber das Geld fehlt und wir können vermutlich nicht aufsteigen. Ich muss mich entscheiden in den nächsten 14 Tagen, ob wir das Recht wahrnehmen oder nicht, aber zurzeit sieht es negativ aus. Das Geld fehlt hinten vorne. Die zweite Auermannschaft, die Drittklasse spielt, hätte ebenfalls aus sportlicher Sicht den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse geschafft. Um in der Region weiter erfolgreich Schach zu spielen, sind Turniere wie das in Schneeberg unablässig. Aber Kinder ist A und O. Im Schachverein ohne Kinder kann man zusammenpacken. Ja. Früher gab es im Kreis Aue-Schwarzenberg 33 Vereine, jetzt sind wir noch drei. Das ist Bernsbach, Schwarzenberg, Raschau und Aue. Das sagt alles eigentlich über Schachsport. Ja. Zurück zu den Schneeberger Jugend Open. Dort wurden insgesamt 5 Runden gespielt. Bemerkenswert, wie konzentriert die jungen Teilnehmer agieren. Dabei waren Spieler aus 16 Schachvereinen aus dem Regierungsbezirk Chemnitz und von 6 Schulen aus dem Raum Aue-Schneeberg. Für die jeweils 3 Erstplatzierten gab es am Ende Pokale. Gewinner waren unter anderem Kyrillos Akladius vom SK König Plauen, Leon Chris Erich von der USG Chemnitz und Jonas Schenk vom TSV Lichtentanne. Erfolgreiche Mädchen waren zum Beispiel Lea Sophie Neubert von der ESV Nickelhütte Aue oder die Chemnitzerin Marlene Schwendel. Doch auch die Plätze danach waren begehrt. Bekam doch jedes Kind eine Urkunde und ein kleines kindgerechtes Präsent. In der Februarausgabe des Grottendorfer Amtsblattes schildert Günter Wolf vom dortigen Erzgebirgszweigverein Erlebnisse im Jahr 2017 an der Kapelle in Köstelwald. Diese liegt jenseits der Grenze in Böhmen. Unter anderem berichtet er von einer gemeinsamen Fahrt mit ErzTV dorthin. Dieser Absatz endet mit der Frage: Wir sind gespannt, wann der Bericht gesendet wird. Ich habe eine Antwort darauf. Jetzt. Ja, wir sind jetzt in Kupferberg, im jetzigen Medinek. Vor 1945 war das die ehemalige Bergerfabrik. Die haben hier Schürzen hergestellt, Wischstiche und solche Sachen. Und jetzt ist das Rathaus von Medinek. Von Kupferberg auf der linken Seite ist der Bürgermeister und ihr Bereich, auf der rechten Seite die Bibliothek und der Gemeindesaal. Und im Gemeindesaal ist jetzt eine Ausstellung über das Dübbauer Gebirge und umliegende Orte wie Kupferberg, wollen wir uns ja mal jetzt anschauen. Und das, was noch interessant ist, weil Dubauers Gebiet, wir sehen das nur von Berg auf die andere Seite, aber niemand kann das schon oder hat diese Gegend besichtigt, weil das ist bis jetzt noch Militärgebiet. Das heißt, vielleicht nur teilweise ist das, der Eintritt ist hier nicht verboten, da kann man das schon jetzt besichtigen, aber nicht weit.
Und hier aus diesem Foto können wir auch sehen, Plätze und Stellen, wo man normal nicht hinkommt. Wir haben uns diese Fotos angeschaut und wir kennen das auch nicht. Und da haben sie dann gefragt, und von wo und von welchen Dörfern und so. Und dann ist mir eingefallen, dass ich unten in der Bibliothek habe jetzt ein Buch von Josef Lorber. Und da war ist diese Landkarte davon. Und da habe ich sie geholt und da können wir wenigstens etwas davon dann ja, anschauen oder überhaupt ein bisschen zuordnen, wo das ist. Das Erzgebirge ist ja eigentlich wie eine Bildscholle, das steigt in Chemnitz an und fällt von hier aus jetzt von 800 Meter je ab auf ca. 300 Meter in den Egergraben. Was wir da unten im Tal sehen, ist Kaden und auf der rechten Seite ist Glesterle. Gleich rechts von Glesterle sind die zwei bekannten Berge, einmal die Schönburg und im Hintergrund hinten am Rande vom Dübauer Gebirge, das ist die Egerburg. Was uns gegenüber ist, der Gebirgskamm, das ist das Dübauer Gebirge. Das Dübauer Gebirge beginnt ungefähr bei Kommedau und endet bei Karlsbad. Und bei Karlsbad geht das Gebirge in Kaiserwald über. Die riesengroße Fläche vor uns, was das Dübauer Gebirge ist, ist jetzt ein Armeeplatz der tschechischen Armee. Ein Berg, der so spitz rausguckt, das ist der Berg Raab. Der Berg Raab ist eigentlich der Berg, wo die Tschechen sagen, das ist von dort her stammt der Vater Tschech. Von dort her ist das ganze tschechische Volk entstanden. Dann weiter vorne sieht, ist die Deutschbürger Nechanitze. Auch gleich in der Nähe die Kaiserstadt Kadan und natürlich Kloster Retzner Orschee. Beide sind natürlich immer einen Besuch wert. Kaden hat sich sehr schön herausgemacht. Auch in Klöster gibt es das bekannte Porzellanmuseum, einen Besuch wert. Also immer von uns, von unserer Seite, vom sächsischen Erzgebirge sollte man natürlich auch mal ins böhmische Erzgebirge Gruschner Horschi fahren. Ist nicht weit weg und man entdeckt viele Besonderheiten auch von der Natur her. Dübauer Gebirge jetzt auch zum Teil Naturschutzgebiet, was sich sehr schön herausgemacht hat. Und für Naturliebhaber kann man natürlich auch dort Führungen mitmachen. Es wird von tschechischer Seite organisiert, wenn man eine Verbindung aufnimmt. Hat man dann natürlich dann immer die Möglichkeiten, auch dieses Dübauer Gebirge mal zu erkunden. Musik.
Ja, wir kommen vom Erzgebirgsverein Kottendorf. Und wir haben hier in Köstelwald, Kotlina, an der Kirche oder an der kleinen Kapelle sehr mitgewirkt beim Aufbau. Die kleine Kapelle war früher mal fast eine Ruine. Und es haben sich viele Deutsche gefunden und auch Tschechen. Von tschechischer Seite ist der Außenputz gemacht worden und das Dach erneuert. Und in der Kapelle drinnen ist fast alles von deutscher Seite gebaut worden und restauriert worden. Wir haben viele, viele Sponsoren gehabt. Wir sind durch Zufall mir an der Kapelle vorbeigefahren und da haben wir gesagt und gesehen, dass dort gebaut wird. Und da haben wir gesagt, wie können wir denn mithelfen? Und da haben wir von der Nachbarin von der Kapelle hier, von der Petra, eine Adresse bekommen in Schwarzenberg. Und mit den Leuten haben wir telefoniert und die haben uns dann in der ganzen Bauphase mit integriert. Die Restaurierung ging vielleicht 2 Jahre, schätze ich mal ungefähr. Das letzte, was restauriert worden ist und gebaut worden ist, haben wir vor 2 Jahren ungefähr haben wir eine Glocke reingehängt. Da war sehr straff, war da die evangelische Kirche in Kottendorf mit beteiligt. Die Glocke haben wir von der französischen Grenze geholt. Das war ein Probemodell und das haben wir zu billigen oder zu preisgünstigen Preis hier bekommen. Die Kapelle herzurichten war, dass der Köstelwald erhalten wird. Weil meine Mama hat immer gesagt, wenn die Kirche oder die Kapelle zerfällt, dann ist Köstelwald ist weg und von dem Ortschaft ist nichts mehr. Deshalb haben wir das irgendwie veranstaltet und die vielen Leute haben da mitgewirkt und wir haben das halt so hingebracht, wie das ist jetzt. Wie groß ist die Freude darüber? Ja, sehr groß. Natürlich auch die Leute, die noch leben, die nicht mehr kommen können und die verfolgen diese Sache in Zeitungen und Blätter irgendwo und rufen auch an und waren sehr froh darüber, dass es sich so entwickelt hat. Das war ErzTV, das Magazin. Wenn Sie auch eine erzählenswerte Geschichte kennen, wie die Heimatfreunde aus Grottendorf, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Mal sehen, was wir machen können. Und damit sage ich auf Wiedersehen, Ihre Susanne Schwenkfelder.